Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute gibt es hier diese, ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll, Hütchen als Adventskalender. Genau, ich habe jetzt vier hier stehen. Natürlich brauchen wir davon dann 22 Stück, beziehungsweise 24, je nachdem, wie ihr es gerne machen wollt. Morgen folgt Türchen Nummer 6. Eins, was eher für Nikolaus passt, für den Nikolaustag. Und übermorgen folgt dann Türchen Nummer 24 für Heiligabend. Da habe ich mir auch was überlegt. Und für die anderen 22 Tage finde ich die ganz witzig. Der guckt nach oben, die guckt so ein bisschen nach unten, irgendwie so ein bisschen beleidigt. Und der, ich finde die irgendwie total witzig. Dann haben manche ja Bommel. Ihr könnt es natürlich auch ohne machen, so wie es euch gefällt. Für die Nase habe ich eine Häkelkugel, ja, bunt. Und ja, an dieser Stelle, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Zeige euch jetzt noch eben die Wolle und die Häkelnadelstärke. Und ja, los geht's. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich war ich nie? Dann zeige ich euch einmal die Wolle, die Farben, beziehungsweise die Farben so. Das ist für die Augen. Blau nehme ich für die Nase und dann brauche ich noch so eine Bommel. Ich habe hier eine fertig. Moment, zeige ich euch. So soll das ja am Ende ausschauen. Entweder klebt ihr so eine drauf oder ich habe die sogar genäht. Ihr könnt aber auch eine häkeln, die dann einfach ein bisschen kleiner ist wie die. Genau. Kriegt ihr bei Teddy, Cake, Action. Da muss ja auch keine drauf, nur wenn es euch gefällt. Ja, dann würde ich sagen, ich leg los und fange hiermit an. Ja, was ein Durcheinander. Ihr könnt natürlich jede andere Wolle nehmen, die ihr so zu Hause habt. Wichtig ist jedoch dabei, dass ihr die passende Häkelnadelstärke für eure Wolle habt, damit ihr am Ende eine tolle Arbeit habt und das Arbeiten einfach, ja, schön ist. Ich benutze eine 2,5, mag ich ja sowieso am liebsten, wisst ihr ja bereits. So, wir fangen an mit einem magischen Ring. Wir nehmen den Faden, wickeln den zweimal um den Finger. So mache ich das. Ihr könnt den natürlich so machen, wie ihr es gelernt habt. Ein Video dazu findet ihr aber auch in der Videobeschreibung. Dann geht meine Häkelnadel einmal hier so durch, entnehme das Ganze und habe hier meinen Ring, womit ich arbeite. So. In unserer ersten Runde, da machen wir 6 Maschen. Also, das ist die Nummer 1, Nummer 2, 3, 4, 5, 6. Dann, also ich häkle in Spirale. Wer mag, kann natürlich die Runde immer mit einer Kettmasche schließen. Ich mache es gerne in Spirale. In der zweiten Runde häkeln wir, jetzt muss ich kurz überlegen, jede dritte Masche wird verdoppelt. Somit kommen 2 dazu und wir müssten gleich 8 haben. Noch lege ich kein Markierungsfaden rein, weil es mir sonst alles hier ja zu eng ist. Also wir gehen hier in die erste Masche, machen eine feste Masche. Wir gehen in die zweite Masche, machen eine feste Masche. Wir gehen in die dritte Masche und hier machen wir 2 hinein. Jede dritte Masche wird verdoppelt. Und nochmal, die erste. Eine feste Masche. Jetzt kommt hier die zweite Masche, eine feste Masche. Und die dritte, beziehungsweise die sechste, hier machen wir wieder 2 hinein. 1 und 2. Nun dürfen wir insgesamt 8 Maschen haben. So, das Ganze drehe ich um, weil die Seite die schönere Seite ist. Wenn wir das haben, geht es jetzt hier weiter. Nun haben wir 8 Maschen und in der dritten Runde verdoppeln wir jede vierte Masche. Somit kommen 2 wieder dazu und wir dürften gleich insgesamt 10 haben. Wir gehen hier in die erste Masche, machen eine feste Masche, in die zweite Masche, eine feste Masche, in die dritte Masche, eine feste Masche. Und jetzt kommt hier die Nummer 4. Hier machen wir 2 hinein. Jetzt noch einmal
In die erste Masche eine feste Masche, in die zweite Masche eine feste Masche, in die dritte Masche eine feste Masche und in die vierte, da machen wir wieder zwei hinein. So, nun schaut das Ganze so aus, wir haben 10 Maschen. Und jetzt nehme ich mir einen Markierungsfaden. Den legen wir uns dann einfach hier oben hinein. Und jetzt kommt Runde Nummer 4. Wir haben 10 Maschen und in der nächsten Runde verdoppeln wir jede fünfte Masche, damit wieder zwei dazukommen. Und dann müssen wir, wenn wir hier gleich wieder angelangt sind, insgesamt 12 Maschen haben. Wir gehen in die erste Masche, eine feste. In die zweite Masche, eine feste. In die dritte, eine feste. Die vierte, eine feste. Und jetzt kommt hier die Nummer 5. Da machen wir zwei hinein, denn jede fünfte wird verdoppelt. Das jetzt noch einmal und dann sehen wir uns gleich hier mit insgesamt 12 Maschen. Jetzt kommt Runde Nummer 5. In der fünften Runde wird jede sechste Masche verdoppelt. Wir haben aktuell 12 Maschen. Wenn wir hier wieder angelangt sind, dürfen wir insgesamt 14 haben. In die erste Masche eine feste, die zweite eine feste, die dritte eine feste, die vierte eine feste, in die fünfte eine feste. Und in die sechste, da machen wir zwei hinein. Und das wieder bis zur Markierung. Nun haben wir 14 Maschen. Markierungsfaden holen wir uns nach oben. Wir verdoppeln jede siebte Masche. Jetzt kommt Runde Nummer 6. Wir gehen hier in die erste Masche. Oh, der Faden. Ich habe den Faden hier mitgenommen. In die erste Masche eine feste Masche. In die zweite Masche eine feste. In die dritte eine feste. In die vierte eine feste. In die fünfte eine feste. In die sechste eine feste. Und jetzt kommt hier Nummer 7, da machen wir 2 hinein, jede siebte wird verdoppelt, das wieder bis zur Markierung. Nun schaut es so aus, jetzt kommt, also wir haben 16 Maschen und jetzt kommt Runde Nummer 7. Genau, Runde Nummer 7, wir verdoppeln jede achte Masche, somit dürften wir dann gleich 18 Maschen haben. Wir gehen hier in die erste, eine feste, in die zweite, eine feste, in die dritte Masche, eine feste, in die vierte, eine feste, in die fünfte, eine feste, in die sechste, eine feste, in die siebte, eine feste. Und jetzt kommt hier Nummer 8, da machen wir 2 hinein und das wieder bis zur Markierung. Jetzt kommt Runde Nummer 8. Wir haben 18 Maschen, verdoppeln jede neunte Masche und dürfen dann gleich insgesamt 20 Maschen haben. Wir gehen in die erste, eine feste, in die zweite, eine feste, in die dritte, eine feste, die vierte, eine feste, in die fünfte, eine feste, sechste, eine feste, siebte, eine feste, achte eine feste und jetzt kommt hier die Nummer 9, da machen wir 2 hinein und das nochmal bis zur Markierung. So,
es geht weiter. Wir haben aktuell 20 Maschen. Jede zehnte ist eine Zunahme. Wenn wir hier gleich angelangt sind, haben wir insgesamt 22 Maschen. Und das ist jetzt Runde Nummer 9. Wir gehen in die erste, eine feste. In die zweite Masche, eine feste. In die dritte, eine feste. In die vierte, eine feste. Fünfte, eine feste. Sechste, eine feste. Siebte, eine feste. Achte, eine feste. In die neunte Masche, eine feste. Und jetzt kommt hier die Nummer 10. Da machen wir 2 hinein. So, und das wieder bis zur Markierung. Markierungsfaden wieder nach oben holen. Wir haben aktuell 22 Maschen. Jede 11. Masche wird verdoppelt. Somit dürfen wir gleich 24 Maschen haben. Und jetzt kommt Runde Nummer 10. In die erste Masche eine feste, in die zweite Masche eine feste, in die dritte Masche eine feste, die vierte Masche eine feste, die fünfte Masche eine feste, sechste Masche eine feste, siebte eine feste, achte eine feste, acht, dann neun eine feste, zehn eine feste und die 11. Da machen wir 2 hinein. Das wieder bis zur Markierung. Jetzt kommt Runde Nummer 11. Wir haben aktuell 24 Maschen. Jede 12. wird verdoppelt. Und wir sehen uns gleich mit 26 Maschen. Und los geht's. In die erste eine feste, zweite Masche eine feste, in die dritte Masche eine feste, in die vierte Masche eine feste Masche, in die fünfte Masche eine feste Masche, in die sechste Masche eine feste Masche, in die siebte Masche eine feste Masche, in die achte eine feste, in die neunte eine feste, die 10 eine feste, die 11 eine feste, die 12, da machen wir 2 hinein. Jede 12. Masche wird verdoppelt. Jetzt kommt Runde Nummer 12. Jede 13. Masche wird verdoppelt. Wir haben aktuell 26 und dürften gleich 28 Maschen haben. Also jede 13. wird verdoppelt. In die erste eine feste, zweite eine feste, dritte eine feste, in die vierte eine feste, in die fünfte eine feste, in die sechste. Oh, da habe ich den Faden nicht komplett genommen. Sechste, in die siebte, in die achte. Neunte Masche eine feste, zehnte Masche eine feste, elfte Masche eine feste, zwölfte Masche eine feste, die 13, da machen wir 2 hinein und das wiederholen wir. Jetzt kommt Runde Nummer 13, Markierungsfaden holen wir nach oben. Wir haben 28 Maschen, jede 14. wird verdoppelt, somit dürfen wir gleich, wenn wir hier wieder angelangt sind, insgesamt 30 Maschen haben. Wir gehen in die erste eine feste Masche, in die zweite eine feste Masche, in die dritte eine feste, in die vierte eine feste, in die fünfte eine feste, in die sechste eine feste, in die siebte eine feste, in die achte eine feste, in die neunte eine feste, zehnte eine feste. 11 eine feste, 12 eine feste, 13 eine feste und das ist Nummer 14. Da machen wir 2 hinein. Jede 14. wird verdoppelt. So schaut es jetzt aus. Wie man merkt, ist es hier einmal spitz. Und auf der anderen Seite auch, hier die 2. Das
liegt daran, dass man hier halt immer diese Zunahmen gemacht hat. Und es kann halt nicht so schön gerade stehen. Und damit wir das jetzt vermeiden oder es korrigieren, sag ich mal, machen wir hier eine Zunahme, hier eine Zunahme und hier. Genau. Also, wir haben 30 Maschen und wollen jetzt jede zehnte verdoppeln. Das heißt, wir haben drei Zunahmen. Also jetzt kommt Runde Nummer 14, also Reihe Nummer, Runde Nummer 14, doch, so. Und wir verdoppeln jede zehnte Masche. Es kommen drei dazu. Und wenn wir hier wieder angelangt sind, müssen wir insgesamt 33 Maschen haben. Wir gehen in die erste, eine feste. In die zweite, eine feste. Die dritte, eine feste. Die vierte, eine feste. Fünfte, eine feste. Sechste, eine feste. Siebte, eine feste. Achte, eine feste. Neunte, eine feste. Und die zehn, jetzt machen wir hier 2 hinein. Und das wiederholen wir. Nochmal 10 und dann nochmal 10. Nun haben wir 33 Maschen. Und jetzt machen wir nur feste Maschen. Jetzt kommt Runde Nummer 15. In jede Masche eine feste Masche. Ich mache nur eine Runde. Wer mag, kann aber auch zwei oder drei Runden machen. Genau, es geht jetzt halt nicht mehr so nach außen, sondern nach oben, damit es auch schön stehen kann. So, in jede Masche eine feste Masche. Und ich merke mich dann gleich nochmal. So, wenn wir das haben, mache ich jetzt hier noch eine Kettmasche. So, ziehe den Faden nochmal durch. Lasse ein bisschen was dran, um das Ganze ein bisschen zu vernähen. So. Das kann man auch hier durchziehen und dann hier drinnen beide verknoten. Dann schaut es auch gut aus. Dann machen wir weiter mit der Nase oder Augen. Komm, wir machen das Auge. Weiße Wolle ist nämlich richtig schnell gemacht. So, und zwar, wir machen einen magischen Ring. Dann nehmen wir den und machen 6 Maschen. Genau. Also hier Nummer 1, Nummer 2, 3, 4, 5, 6. Dann gehen wir hier in die erste hinein und machen eine Kettmasche. Hier durchziehen und hier. Dann nochmal den Faden durchziehen. Wir lassen ein bisschen was dran, so in etwa, um das Auge dann anzubringen. Also es wird angenäht. Wer mag, kann es natürlich auch kleben. Das macht jeder so, wie er mag. So, und jetzt kann man da mit schwarzer Wolle noch einen kleinen Strich machen. Oder man benutzt, wie ich, eine Stecknadel. Genau. Oder man benutzt ein Steckauge. Genau, werde ich auch mal. Habt ihr ja bereits gesehen am Anfang des Videos. Davon braucht ihr dann 2. Tada, ich habe vorgearbeitet. So, diese, was sind jetzt meine Arbeit, hier ist es, werden dann hier so angebracht über die Augen. Ja, falsch rum. So, und jetzt geht's weiter mit der Nase. Dafür nehme ich jetzt Blau. Ihr könnt natürlich jede andere Farbe nehmen, die ihr so wollt. Ich fange auch hier mit einem magischen Ring an und häkle in diesem Ring, was nicht aussieht wie einer. So, 6 Maschen. Genau. Nummer 1. 2, 3, 4, 5, 6. Häkle in Spirale, gehe hier direkt in die nächste, in die erste Masche, ziehe diesen Ring zusammen. In der zweiten Runde verdopple ich jede Masche. Wir gehen hier in die erste und machen hier unsere Nummer 1 und die 2.
Dann gehen wir in die zweite Masche. Hier machen wir Nummer 3 und auch die 4. Dann gehen wir in die dritte Masche. Hier machen wir Nummer 5 und Nummer 6. Dann gehen wir in die vierte Masche. Hier machen wir unsere Nummer 7 und auch die 8. Wir gehen in die vorletzte Masche, in die fünfte. Hier machen wir unsere Nummer 9 und auch die 10. Und jetzt kommt hier die letzte, die sechste Masche. Hier machen wir unsere Nummer 11 und die Nummer 12. Nun schaut das Ganze jetzt so aus. Jetzt nehmen wir uns Markierungsfarben und in der dritten Runde, da werden wir nur feste Maschen machen. In der dritten Runde machen wir das. Dritte, vierte, fünfte. Wir machen jetzt einfach mal 3 Runden lang. In jede Masche eine feste Masche. Keine Zunahme, keine Abnahme. Und dann gucken wir gleich, wie es weitergeht. Und dann geht es gleich weiter mit Runde Nummer 6. Also die 12 Maschen bleiben weiterhin bestehen. Keine Zunahme, keine Abnahme. 3 Runden lang. Nun schaut es jetzt so aus. Jetzt kommt Runde Nummer 6. Wir wollen enger werden. Wir haben aktuell 12 und wollen gleich nur noch 6 haben. Das heißt, jede Masche ist eine Abnahme. Wir gehen durch die erste Masche, durch die zweite. Eine Abnahme. Das war die erste Abnahme. Jetzt kommt die zweite Abnahme. Wir brauchen insgesamt 6 Abnahmen. Dann die dritte Abnahme. Denkt dran, da kommt noch ein bisschen Füllmaterial rein. So. Füllmaterial könnt ihr ganz einfach und bequem über Amazon bestellen. Den Link dazu findet ihr in meiner Videobeschreibung. Und gleich geht es noch weiter. Das könnt ihr aber dann ohne mich machen. Und ich melde mich dann gleich, wenn ich ebenso nur noch 6 Maschen habe. Nun schaut es so aus. Ich habe 6 Maschen. Gehe hier in die nächste und ziehe den Faden durch. Also mache eine Kettmasche. Dann hier oben. Und lasse ein bisschen was dran, um das Ganze anzubringen. So, wenn wir das haben, brauchen wir eine Wollnähnadel. Und dann wird die Nase jetzt einfach hier so, ich würde sagen, mittig angebracht. Ne? Die könnt ihr da einfach vernähen. Das Ganze sieht man von innen ja nicht. Und das Ganze sieht man dann ja nicht. Das kann man jetzt hier so annähen. Die Augen, die kommen dann auch dran, hier so oben drauf. Und dann kann man entscheiden, ob man da noch eine Bommel drauf machen möchte oder nochmal so eine Kugel eben häkeln. Genau. Ne, wie man hier sieht. Ich habe ja jetzt noch einiges vor, denn ich brauche ja 22 Stück. Genau, wie gesagt, die anderen 2 folgen dann morgen und übermorgen. Ich finde die ganz witzig und mit Auge sind die noch witziger. Habt ihr ja am Anfang des Videos gesehen, ne? Genau, das war's auch schon zu dieser Häkelanleitung. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!